meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. Hätte ich schon wieder beinahe gesagt. Nein, wir spielen ja immer noch Republic Kommando. Wieso sehe ich jetzt hier gerade nichts? Okay, da sind wir. Oh, was ist denn? Ist das hier gerade zu langsam bei der Maus? Oh, Alter, hallo. Es ist immer noch das Problem, was ich habe tatsächlich, was mir total auch auf den Keks geht, ist, dass das Mauskabel zu steif ist immer noch. So. Ich habe nochmal da zurückgespielt. Kurz nach dem Hangar. Weil mir das da dann nachher letzten Abschnitt irgendwie doch entglitten ist, was noch in der letzten Aufnahme zu sehen war. Weil mein ganzes Team kaputt gegangen ist und ohne mein Team hätte ich das nicht geschafft. Oder kann ich das nicht schaffen. Die nächste Mission. Und jetzt müssen wir uns da irgendwie durchfighten. Rumpfintegrität liegt bei 50%. Wichtig ist, dass wir in diesem Fall... Kann mir einer verraten, woher diese scheiß... Blüten herkommt? Ah ja. Wegblaster. Ein nicht enden abreißender Strom von blablabla. Kann man es nicht hier... Haben wir diesen Granatwerfer nicht drauf? Keine Granaten. Scheiß weg. Das ist viel Arsch. Ey Leute, geht mal weg da. Sollen wir doch erstmal hier reinkommen. Boah, wackelt das hier alles. Himmelarsch, nichts werden. Ich weiß bloß nicht, ob die Anzeige auch noch was zu sagen hat. Das Problem ist, die Pissköpfe haben wir hier... Was ist mit dem Vogel hier? Will den keiner wiederbeleben, oder was? Kriegt ihr das nicht mit? So, jetzt geht Bagda aufladen hier. Nein, 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 nein. Ich will schon mal diese Detonat-Dings-Blaster. Oh, nee, ne? Alter! Ich muss mich schnell selber mal heilen. Man kann ja nicht immer nur die anderen irgendwie machen lassen. Ich habe vergessen, dass ich eine Aufnahme mache gerade. Ich bin sowas von fokussiert irgendwie gerade. Wer chillt hier einfach so? Ey, mach doch mal Platz, Digga! Meine Fresse, ich gewackelte. In Position. Noch mehr? Ja. Gut, die haben wir erledigt. Ich muss jetzt mal wieder zurück Bagda auftanken. Wie ihr so hier rumchillt, ne? Kein Problem für euch, so, ne? Einer muss Bagda. Jawohl, ja, alles klar. Macht er soweit. Granaten wären hier sinnvoll gewesen, ne? Delta, ja. Wieder fit. Alter. Meine Fresse, immer. Ja.
So, rein da. Oh, scheiße, die Geschütztürme sind hier noch. Oh! Okay. Diesmal gehen wir jetzt ja was schlauer an. So, ich glaube, diese Chance nutze ich mal ganz kurz, um mal flott zu speichern. Weil, ich glaube, eine bessere Situation kriegen wir hier gar nicht gerade. So. Wir könnten wieder da anfangen, sollten wir hier versagen. Die anderen sind schon drin, oder was? Navigationssysteme ausgefallen. Oh, wie ich das hasse, dass hier so rumwackelt alles. Ja, was ist hier los? Station 12B. Hier habe ich damals viele schöne Stunden verbracht. Okay, warte mal, wir speichern hier nochmal. Wobei ich mir fast sicher bin. Was ist das denn? Ach, draußen sind Kinder. Hört mal die Nachbarskinder, die machen Theater ohne Ende. Sie müssen sich in alle drei Terminals hacken. Dadurch konzentrieren sich alle Geschütze des Schiffs auf das größte feindliche Ziel. Unbemannte Geschütze gegen einen Kreuzer? Wir können ihnen zumindest ein blaues Auge verpassen. Denen wird noch leid tun, dass sie sich mit dem Delta-Team angelegt haben. Atmosphärische Kompensatoren ausgefallen. Habe ich den anderen da jetzt hingeschickt? Ich hoffe. Oh, das dauert einfach so lange, ey. Eine Minute zehn. Hoffentlich habe ich den anderen auch denn dazu irgendwie beauftragt, dass er das andere Terminal-Ding da abhackt. Komm, 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 komm. Auf 5 Sekunden. Komm, 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 komm. 5 Sekunden geht ganz schön lang hier im Spiel. Ja, sehr gut. Irgendwie noch eine Minute durchhalten. Er hackt, sehr gut. Down. Komm, wie lange brauchst du noch? 20 Sekunden. Warum baut er nicht? Komm, wie lange geht 20 Sekunden? Ja, da bin ich aber gespannt. Das ist die Turbolaser, wa? Diese Schilde brechen zusammen, die sind erledigt. Oh, nicht schlecht. Es ist das Schlachtschiff. Ihre Droiden-Kontrollsysteme sind außer Betrieb. Ah, sehr gut.
Schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön? Heilen Sie sich, Delta. Bin unterwegs, Teamleader. Danke für die Hilfe, Captain. Wir haben geschehen, Delta. Boah, haben sie richtig kaputt geschossen, ne? Steht ein Schiff der Republik, wenn wir in der Nähe sind. 07 geht in Deckung. Nicht schlecht. Oh, cool. Wir haben es geschafft, Kinder. Jetzt sind wir auf Kashyyyk. So, die Tradoshaner haben den Planeten angegriffen und organisieren einen grausamen Sklavenhandel, anscheinend mit Waffen der Separatisten. Der Gedanke an eine Allianz dieser beiden Parteien ist mehr als beunruhigend. Das kriegsmüde Delta-Team wird auf eine gefährliche Hilfsmission gesandt. Auf nach Kashyyyk. Zu den Wookies. Tag 785, Klonkriege Kashyyyk. Ja. Willkommen auf Kashyyyk. Dank der Daten, die Sie auf diesem Angriffsschiff fanden, ist die Beziehung zwischen der Republik und den Wookies sehr gut. Sie haben uns gebeten, Ihren Anführer zu finden, einen Wookie namens Starfall. Was? Hat er gerade die... Achso. Hat jahrelang gegen die trandoshanischen Sklavenhändler gekämpft. Vor 2 Tagen wurde seine Patrouille überfallen. Die Wookies dachten, er wäre tot. Wir haben aber eine Nachricht der Trandoshaner abgefangen. Tafol wurde gefangen genommen. Sie müssen dort verdeckt eindringen. Er lebt noch und wird in einem Sklavenlager hier auf Kashyyyk festgehalten. Okay, Doke. Wenigstens das Überraschungsmoment auf Ihrer Seite. Viel Glück. So, ihr Mäusekind, das war's auf jeden Fall für heute. Wir haben endlich die Venator-Klasse geschafft. Die Separatisten zurückschlagen können. Auch die Trandoshaner haben wir zurückschlagen können. Mit dem Mega-Turbolader. Ein Turbolader ist auch nicht schlecht. Mit dem Turbolaser, dieses Separatistenschiff der Separatisten kaputt geschossen. Und jetzt geht's weiter. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis.